Obwohl er einen Tumor hat, man sieht es ja ganz gut, der spielt wirklich noch. Also noch geht es ihm wirklich gut. Also, gell. Wenn man da rumspielen kann, dann... Erstmal nur kommissarisch natürlich. Selbstverständlich soll noch ein Parteitag darüber abstimmen, aber selbst das war manchen in der SPD schon zu viel. Nach Schulz und Gabriel hat die hoch ansteckende Personaldiskussion auch Nahles erreicht. Die Parteispitze will sie nach wie vor als neue Chefin sehen, aber übergangsweise macht das jetzt ein anderer, Olaf Scholz. Mit ihm sprechen wir gleich. Wir beginnen die Berichterstattung mal Pinky. Mit ZDF-Hauptstadtreporter Lars Bonser. Na, das kriegen sie nicht weg. Das weiß es halt, und da muss man halt ein bisschen aufpassen mit dem Plastik. Schulz erklärt um 18.36 Uhr seinen Rücktritt vom Parteivorsitz. Mit dem Plastik ein bisschen aufpassen, weil es nagen sie irgendwann auf.